Wie versprochen, kommen wir nun zur Auslosung der beiden kreativer Karten. Und hier, das ist die besagte Internetseite, die ich, von der ich euch erzählt habe. Da füge ich jetzt den Earl zum Video ein. Jetzt seht ihr da. Achso, Kommentare laden. Kommentare laden. Da seht ihr das Video und hier haben wir 110 Kommentare. Und wenn ich jetzt hier gleich raufklicke, werden wir hoffentlich den Gewinner haben. Aber wie gesagt, wichtig ist, ich habe hier oben auch eine zweite Seite noch offen, dass das Abo dann auch öffentlich gestellt ist, ich dann sehen kann, dass derjenige mich abonniert hat. Also, los geht's. Jeanette Christine Firkus. Ich finde es auch super, ein Gesicht zur Stimme zu haben. Dankeschön. Es ist toll, dass du so eine Verlosung machst, auch wenn ich leider nicht teilnehmen kann. Meine Tochter geht in die... Oh, dann ganz viel Glück. Das hoffe ich, dass alles gut geht. Bis dann. Tschüss. Tina Prönen. Ich wollte schon immer mal auf die Kreative, aber keiner möchte mit mir. Oh, ich würde es mir so wünschen. Toll, dass man sich endlich mal vor der Kamera sieht. Dafür vielen Dank. Ja, ich werde dich jetzt trotzdem mal gucken. Ich hoffe, du findest dann irgendwie, mit wem du hingehen kannst. Tina Proenen, aber Prönen wahrscheinlich. Proenen. Und da haben wir das erste Problem, was ich vermutet habe. Du hast dein Abo leider nicht öffentlich gestellt. Also der nächste Versuch. Janika, da weiß ich, sie hat nur geantwortet und möchte nicht zur Kreativa. Das war nur eine Antwort auf ein anderes Kommentar. Dann Petra Schäfer. Endlich mein Gesicht. Tolles, sympathisches Gesicht zur tollen Stimme zu einem Mega-Kanal. Vielen Dank dafür. Petra. Und auch da wird mir schon nichts angezeigt. Schäfer. Auch du hast leider mein Abo nicht öffentlich gestellt. Nächster Versuch. Julia Janssen. Geiles Wasserzimmer, man sieht, da steckt viel Liebe und Struktur drin. Vielen, vielen Dank. Ja, das tut es wirklich. Mal schauen. Julia. Warte, das Schreibfehler. Julia. Jan auch nicht. Hier nochmal komplett. Auch das Abo nicht öffentlich gestellt. Klimbim, Elli. Und klar würde ich gerne auf die Kreativa gehen. Ich wüsste auch schon jemanden für die zweite Karte. Dann schauen wir mal. Ich hoffe, dass du das Abo öffentlich gestellt hast. Du müsstest dich eigentlich auskennen. Klim, bim, ich ahne Schlimmes. Und bei dir weiß ich auch noch, dass du mehrmals kommentiert hast. Warum nicht? Klim, bim, Elli. Leider hast du deinen Kommentar nicht öffentlich. Es tut mir leid. Jetzt könnte ich sagen, ich weiß aber, dass du mich abonniert hast. Aber ich sehe es leider. Ich muss da wirklich fair bleiben. Es tut mir leid. Carlotta Kurz, tolles Gewinnspiel, freue mich total auf die Kreativa und vielleicht sehen wir uns. Ich hoffe, es hat mit dem Öffentlichmachen geklappt. Schauen wir mal. Das hört sich doch schon mal gut an, dass du es scheinbar auf jeden Fall probiert hast. Carlotta, habe ich es jetzt richtig geschrieben? Carlotta, nein, auch das hat leider nicht geklappt. Zur Info, falls ihr jetzt denkt, ich spinne, ich hoffe, ich werde hier irgendwann mal einen Gewinner finden. Petra 0609 privat, huhu, endlich mein Gesicht zu den von mir gern gesehenen, unter anderem vielen Actionholz. Vielen Dank, nette Idee mit der Verlosung, liebe Grüße aus Bochum, Patti. Schauen wir mal, wartet, ich rede gleich weiter. Petra 0609, aber er zeigt mir schon keine Petra an. Leider auch nicht. Und zwar habt ihr in euren Einstellungen, gibt es diese Grundeinstellung und da den Reiter Datenschutz. Und da sind dann ganz oben drei Punkte, wo man Häkchen setzen kann. Und mitunter eben auch mein Abo privat stellen. Und wenn da ein Häkchen ist, dann kann keiner sehen, dass ihr denjenigen abonniert habt. Und das ist hier scheinbar leider der Fall. Christine Penno, sehr coole Sache. Ich drücke allen die Daumen und hey, bleib wie du bist. Ich schaue deine Videos richtig gerne. Schauen wir mal, wie es bei dir aussieht. Christine. Da könnt ihr zum Beispiel, wäre es jetzt Christine Kreativ, dann hätte sie gewonnen, aber keine Christine Penno. Ich habe schon gewusst, warum ich so deutlich sage, Feli von der, sehr schöne Sachen, aber meine Freundin und ich haben die Karten schon seit 3 Wochen. Super, euch viel Spaß und vielleicht sehen wir uns ja.
Irina, mega cool, irgendwie witzig, wenn man immer nur die Stimme gehört hat und jetzt ein Gesicht dazu hat. Ich würde mich sehr über die Karten freuen. Dann schauen wir mal. Irina. Aber das Irina G und das ist nicht derselbe Abonname. Weiter geht's. Bella Bibi Beauty. Hatte ich dich eben schon? Ich weiß es gar nicht. Schau mal. Bella Bibi auch nichts. Hallo Nicole, ich bin dabei. Leider nicht oder leider nicht von mir. Es ist super, dich mal vor der Kamera gesehen zu haben und dein Bastelzimmer. Ein Träumchen. Vielen Dank. Es war toll, die Karten zu gewinnen. Es wäre toll, die Karten zu gewinnen und dich vielleicht mal persönlich kennenzulernen. Dann schauen wir mal. Kreativmom74. Kreativmom. Da! Wir haben einen Gewinner! So, und jetzt seht ihr es. 74. Da ist sie. Diese Dame, Kreativmom74, hat mein Abo öffentlich gestellt. Ach, vielen Dank. Die Suche hat ein Ende. Herzlichen Glückwunsch an dich. Du hast die Karten gewonnen. Ich werde dich jetzt direkt privat anschreiben und bitte dich eigentlich bis heute Abend. Heute Abend 23 Uhr, Sonntag 11.3. 23 Uhr, brauche ich eine Antwort von dir. Denn wenn du mir bis dahin nicht antwortest, muss ich die Karten anderweitig verlosen, weil ich möchte eben unbedingt, dass sie auch an einen Gewinner gehen. Und ja, deswegen bitte, bitte schau in deine Privatnachrichten. Ich werde dich sofort anschreiben und antworte mir schnellstmöglich. Allen anderen vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Viele hatten die Chance, leider wie gesagt, ganz wichtig, ich habe es gesagt, Abo öffentlich stellen. Es war nicht öffentlich gestellt. Wir sehen uns im nächsten Video. Und wer auf der Kreativa ist, ich freue mich, euch zu sehen. Bis dann. Tschüss.